Na, ihr lieben Pokéfans, herzlich willkommen zum nächsten Video dieser Phantomkräfte-Reihe. Und zwar geht's jetzt hier an die nächsten. Und zwar haben wir hier dazu bekommen diesmal ein Vulpix und ein Loturzel sehen wir schon. Und was ist wohl das letzte? Ein Marill. Sehr süß, sehr schön. Feen-Pokémon? Jo. So, das packen wir hier zur Seite. Und dann würde ich sagen... Oh, wieder ein Gummiband dazu bekommen. So. Unsere Reihenfolge wird wie folgt aussehen. Und jetzt geht's los. Ah, der erste Teil... Ja, ein bisschen enttäuschend. Aber ich muss ehrlich sagen, ich erwarte gar nichts. Die Pull-Rates in Boostern sind saugering und man kann nicht immer so ein Glück haben. Wie der Erik. Der hat nämlich immer Glück. Ein Stahlbunker. Ein Duodino. Ich schaff das echt nicht. Das Klavion. Chaniera, Somniam, Bronzel, Fililu, Stravickel. Oh. X-Bad. Und. Ein Schavalanzas. Schavalanzas? Ja, ich glaube, so wird es ausgesprochen. So. Damit wäre das erste Booster-Opening fertig. Dann haben wir hier noch was Schönes. Jo, und zwar geht's jetzt hier weiter mit drei Karten. Ja, ich weiß, Protoshock ist ja schon draußen, das wird, glaube ich, das nächste sein, was ich kaufe, oder? Nee, ich glaube, als nächstes wollte ich Decks kaufen. Deckboxen, weil ich finde, das fehlt hier noch, das wurde hier nicht ausführlich behandelt auf dem Kanal. So, Kampfverdichter, Skoppel, Dratiri, Laukaps. Panzeron, ein Irbis und ein Finien und ein Magnain. Ich weiß es nicht. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich voll in die Linse gegrapscht. Ja. Finien liegt oben. So. Das letzte. Bring mir Glück. Komm, bring mir Glück. Das wird's jetzt. Das wird das Beste sein, was man kriegen kann. Ich weiß es jetzt schon. Wisst ihr was? Jetzt mache ich das mal so hier, damit man es noch nicht sieht. Ein Girafarik. Ein Kampffahnder. Ein Krakelo. Ein Karnimani. Ein Marmolida. Huch. Eine Flurmel. Eine Flauschling. Und ein Pfiffchen. Jetzt muss ich aber gucken. Wenn ich das jetzt so runtergenommen habe, dann ist das die Reverse. Handteleskop. Und unsere Rare ist ein Grabbit. Also in dieser Serie wirklich nichts Besonderes. Eigentlich nur Code gezogen. Naja, ist halt so. Kann man nichts machen. Shit happens. Und bis zum nächsten Mal. Auf poke.de. Ich bin ein bisschen pissed. Aber
ja, kann ja nicht jeder ein Proto-Kyogre ziehen, vor allen Dingen nicht im Phantomkräfte. Das ist unmöglich. Naja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und bis dann. Tschüss. Poke.de out.